Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate für die Wii U. In der letzten Folge haben wir den GG Nox erledigt. Und jetzt machen wir uns auf zum Rathia, den wir auch storytechnisch eigentlich als nächstes erledigen müssten. Übrigens, Chacha, du bleibst wieder hier. Fleischmaske können gestiegen. Okay, weiß nicht, was das bedeutet. Wo das jetzt hier? Den Rest schreibe ich schon alleine. Ich habe natürlich hier schon die Barov-Klamotten hergestellt, welche bis jetzt am coolsten aussieht von allen Klamotten, die ich bis jetzt hatte. Ich habe immer das Gefühl, dass ich, wenn ich so eine dicke Rüstung anziehe, dass ich am besten einen Hammer oder so mit mir schleppen muss. Vor allem die ganzen Effekte darin sind voll geil. Blocken, Verteidigung, Angriff hoch. Der einzige Nachteil ist, dass ich jetzt schneller Hunger krieg. Aber das ist kein Problem, ehrlich gesagt. Also machen wir den Rathian. Oder die Rathian, Drachenlady. Eine Rathian, okay. Die wird wahrscheinlich nicht so stark sein wie der Giginox. Also vielleicht doch, aber wird bestimmt stärker sein, aber nicht so nervig wie der Giginox, weil der war wirklich, ach, ätzend. Aber wir nehmen uns wieder hier das ganz normale Zeug. Ich habe vergessen, mir was zu essen zu machen. Leck mich. Baum gegen Gift. Verdammt, ich habe vergessen, immer zu essen zu machen für den nächsten Kampf. Super, fängt auch schon mal geil an. Ja, wenn ich schon irgendwie so schaffe. Jetzt guck mal, wie wenig AP ich habe. Ja, ich habe eine voll derbe Rüstung. Wird schon irgendwie klappen. Ich meine, der Rathian oder die Rathian ist. Nein, diesen komischen Nest, wo schon dutzende Mal vorbeigegangen sind. Und wieso habe ich ein Gegengift zur Auswahl gehabt? Kann die mich auch vergiften? Was hat gar nicht mehr? Oh, hier ist die. Sehr beeindruckend. Das Viech kann ich auch mit einem Schlag weghauen. Okay. Das sah auf der Aufnahme sehr komisch aus. Jetzt hat er sich so gedreht und dann, ja. Ja, so ein paar Frames übersprungen hat dann. Anscheinend. So, und das Viech war jetzt hier, aber jetzt ist es nicht mehr. Okay. Was sollte das dann? Was wäre, wenn ich nie hier vorbeigelaufen? Okay. Was wäre, wenn ich hier am vorbeigelaufen wäre? Hätte ich dann nie die Cutscene gesehen. Hi, na? Das geht mir langsam auf die Nerven. Gibt es irgendwie so Klamotten, die ich anziehen kann, wo ich nicht von dem Geschrei hier irgendwie betäubt werde, sag ich mal. Ich glaube, dein Schwanz kann mich vergiften, oder? Du hast nicht irgendwie einen Giftatem oder so, das weiß ich. Du kannst Feuer spucken, glaube ich. Ist ja ein Drache, ne? My Lady. Ach man, echt. Ich wollte natürlich erstmal den Schwanz ab, ne? Eine Lady, du hast keinen Schwanz. Da muss ich eigentlich immer alles zweideutig ziehen. Aha. Der Schwanz kann einen nicht vergiften anscheinend. Ja, hat der Angriff einfach nicht vergiftet. Ich weiß es nicht. Ich hau ihn auf jeden Fall erstmal weg. Jetzt scheine ich ja ordentlich zu treffen. Der liegt wahrscheinlich an meinem Angriffsbonus von dieser Rüstung. Es nennt mich verrückt, aber ich glaube, deinen Schädel kann man auch irgendwie bearbeiten und was abtrennen. Jetzt läuft der Kampf richtig gut. Oh Gott.
Aha. Oh nein. Oh, ich dachte, er wird Feuer spucken. Ich meine, sie. Er hat die ganze Zeit irgendwie Feuer im Maul. Hey. Dieser Angriff hasse ich irgendwie so ohne Vorwarnung. Okay, keine Ahnung, wie ich da ausgewichen bin. Ist aufgefallen, im Kampf gegen Giginox war ich irgendwie voll still an einigen Stellen. Ich habe mal so auf mein aufgenommenes Video so ein paar Szenen übersprungen. Wir gucken, ob auch alles aufgenommen habe und so. Kann auch sein, dass ich die ganze Zeit nur an schlechte Szenen irgendwie so vorbeigekommen sind. Aber was echt? Ja, das ist sehr traurig. Ich will jetzt so schön angreifen können. Wo soll ich mich denn hier in Ruhe schleifen? Ja. Ha! Idiot! Idiot! Sogar gegen eine Wand geflogen, hattest du angehört. Das ist jetzt radial einfach. Ich habe schon gewusst. Oh, komm her. Mann, auf so tief zu fliegen, hat gibt Regen. Ey. War schon etwas Dings verloren. Ja. So, du gehst zu deinem Nest. Ja. Dann komme ich auch dahin. Ich kann die auch nicht schon erledigt haben. Das ist, glaube ich, der Punkt, wo ich die besiegen kann. Kann auch nicht sein. Ich habe die zwar schon ordentlich lediert, aber ja toll. Jetzt kann ich da ein Ei mitnehmen. Das ist sowas von klar. Warum lässt du eigentlich so viele Viecher hier in deinem Nest? Wow, jetzt schon cool. Hat ja eine Platte. Oh nein. Autsch! Hier ist kein Wasser, wo ich mich löschen kann. So, jetzt das Gesicht. Kann ich den Flügel auch irgendwie kaputt hauen? Ich mach das Ding voll fertig. Die Rüstung ist echt gut. Gegen den Lagiakus will ich das auch anwalten, wenn ich mal wieder gegen den kämpfe. Was ist denn da? Und flieg! Liebsten möchte ich so hier runter. Oh nee. Oder runterschubsen, ne? Volle Möhre! In die. Oh Gott. Ist aufgefallen, je näher man an die Gegner dran ist, desto weniger treffen die einen. Deswegen gehe ich auch immer so nah an die ran. Macht Sinn, ne? Was jetzt schon? Okay. Ihr sagt mir, du gehst da runter. Boah, warum? Und einfach hier rüber, lässt sich den Schwanz abpacken. Haut dann wieder ab. Wart, ey! Fliegt schon wieder weiter. Bin ich doch da untergesprungen, Mann. Wohl irgendwie nicht. Fliegst du nochmal weg? Nein. Wie du frisst!
wer tanzt. Das schon wieder so ein Viech kaputt gemacht. Leck mich. Warum glitzert das Ding hier so? Wie waren Tränen? Ach, ist er traurig. Er ist ein Schwanz abgehauen ab. Ist sie traurig, meine ich. Mir ist übrigens aufgefallen, so normalen Missionen wie er jage, was weiß ich und was weiß ich, kann man auch Monster fangen. Aber man muss nicht unbedingt die Fangmission annehmen. Weil es mir aufgefallen, weil ich keine Fangmission von den neuesten Monstern habe. Aha! Ja, ich bin vergiftet. War doch der Schweif. Ich habe versucht irgendwie. Ich habe jetzt irgendwie versucht, das Gift auszuballen. Ja, okay, jetzt sei nicht so zickig drauf. Oh Gott. Na, trink mal einen Megatrank drauf. Ja, ist gut, Mann. Alter. Boah. Rennt die jetzt hier nur durch die Gegend. Ja, ich habe echt den Flügel kaputt gemacht. Cool. Ich weiß nicht, was hier gerade los ist. Genau, flieg hier. Genau. Sieht überhaupt nicht gestört aus. Ah. Oh ne, nicht so was. Oh Gott. Aua. Wie? Ich habe noch ein erste Hilfe-Arznei. Geil, hatte Schaden abgefangen. Dieser Rennangriff ist, geht mir echt auf Nerven. Dann soll ich das Gebiet jetzt wechseln, wenn du willst? Oh Gott. Nein, wow, da war knapp. Hat das Vieh schon wieder mein Dings eingesammelt? Soll ich nochmal geglitzert auf das von so ein Katzenviech wahrscheinlich? Die hinterlassen manchmal gute Sachen wie Erste Hilfe, Klamotten. Guckt euch mal den an. Kampf der Giganten. So, jetzt kommen wir wieder auf den Boden. Der Tatsachen zurück. Boah, ich wusste es. Ich wusste, der macht den Angriff ausgerechnet jetzt. Da kommt gar nicht klar, was ich hier mache. Die meine ich natürlich. Da schon hängt der jetzt irgendwie, hängt die jetzt da irgendwie fest. Ich muss mir angewöhnen, das als sie anzusprechen. Ich kann ein Monster irgendwie nicht als sie ansprechen. Das ist irgendwie so komisch. Der Kampf ist auf jeden Fall dutzend normale einfacher als gegen Giginox. Kannst du immer wieder sagen. Warte mal, du hast mich gerade vergiftet. Wie hast du das gemacht? Dein Schweif ist kaputt. Fällt mir gerade auf. Warte mal, da ist Wasser. Oh, der ist weg. Verdammt, der ist weg. Da. Farbball. Fang! Verdammt, fang! Oh Gott. Boah, gerade noch rechtzeitig. Ich stehe aus den Augen verloren. Wo bist du denn? Da, okay. Ich glaube bloß nicht, dass ich dich entkommen lasse, Mann. So, hier bin ich dir ursprünglich begegnet. Wenn ich mich nicht irre. Bams. Hab ich deinen Kopf schon demoliert? Nee, ne? Und eigentlich beide? Jetzt habe ich deinen Kopf demoliert. Er gibt ein paar schöne Belohnungen und du hast mich schon wieder vergiftet, obwohl das da irgendwie gar nicht geht.
Falls du irgendwie einen Stachel an deinen Schwanz hatte, ist sie aber gar nicht mehr da. Ich habe, glaube ich, den linken Flügel demoliert. Kann ich den anderen auch demolieren? Oh Mann. Oh Mann. Ich habe auf deinen verstümmelten Schwanz ein. Was machst du jetzt? Hat den Flügel, glaube ich, auch kaputt gemacht. Gut. Das Ding ist voll im Eimer. Sehr gut. Ja, ich glaube, das wird jetzt letzte Endspurt sein. Warte, und dann bin ich vorbereitet. Erstmal ein Steak. Dahin fliegst du, okay. Ich dachte, du gehst zurück zum Teil. Das. Bist du wahrscheinlich dann noch nicht erledigt. Das ändere ich. Das ist auch irgendwie nervig sein, ey. Du willst hier so als Monster einfach nur durch die Gegend fliegen, einfach chillen, und dann kommt so ein Pisser und verfolgt dich die ganze Zeit und hackt dir den Schwanz ab. Würde mir auch nicht gefallen, wenn mir den Schwanz abpackt. Aber ich dachte, du fliegst jetzt volle Möhre auf den Boden. Ja, wie machst du das? Wie kannst du mich vergiften ohne Schwanz? Jetzt ging meine Maske in meinen Helm geschleudert. Oh nein. Okay, ich dachte, er macht seinen Giftstachel wieder. Das ist immer sehr effektiv gegen mich. Oh nee. Haut der schon wieder ab? Die? Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ach man, schon wieder. Ja. Jetzt geht's aber zu deinem Nest, oder? Ja, okay, das wird's dann auf jeden Fall sein. Was wollt ihr denn? Geht weg. Ja. Ich wahrscheinlich vor allem in der Rüstung nicht so viel abziehe. Bei Rüst, Verteidigung, Angriff hoch. Richtig chillig. Ein paar Lagiakus-Klammern kann ich auch schon herstellen. Die sind bestimmt auch voll geil. Das ist bestimmt die Rüstung, die auf dem Cover auch drauf ist, diese komische blaue. Das ist bestimmt die Rüstung vom Lagiakus. Wie? So, das hat hoffentlich viel abgezogen. Ja, da liegt noch ein Schweif, erinnerst du dich? Ja, das war schön. Ja, ne? Sobald ich das Viech erledigt, ne? Kommen sie alle angerannt. Als ob sie denken, sie hätten jetzt eine Chance. Ah, schön. Jetzt bin ich mal gespannt. Ja, ich habe eine Minute Zeit, um das so Basis zu bringen. Ja, super. Ich nehme mal eine Abkürzung. Platsch. Ach man. Also wenn ich die Abkürzung genommen hätte, hätte ich nicht geschafft. Nie im Leben.
Jetzt kommt wahrscheinlich wieder Story Progression, ne? So, Ratian-Schuppe, Ratian-Panzer, Gewebe, Schuppe, Monsterknochen plus, Ratian-Stachel, Beutel, Kugel, Atalos gerade, okay. Bin ich irgendwie das männliche Viech davon, so wie ich das mitbekommen habe? Steht jedenfalls in den Jäger-Notizen, oder? So, hier wollen Leute mit mir sprechen. Wahrscheinlich sagen die meisten wieder alle das Gleiche. Du hast viel zu tun, was? Der Lagiakus ist hier. Die letzte Schlacht steht dir bevor. Es ist an der Zeit, wichtige Tipps von Juni, ich meine, von mir anzunehmen. Hör mir also gut zu. Ein Ratja ist im Wald aufgetaucht. Sie versucht anscheinend, dort ein Nest zu bauen. Hör dir die Mokka-Prognose an. Wann immer du in den Wald gehst, Ratjane können auch ohne Quest auftauchen. Außerdem hat mir dein Pygmäen-Freund hier, wie heißt er noch, Chichi, weitere Maskenpläne gebracht. Sie klingen interessant. Ich werde sie anfertigen, wenn du mir Materialien bringst. Zieh dir die Dörfler bitten an. Und zu guter Letzt habe ich noch eine Geschichte aus der Zeit, als der Lagiakos unser Boot angegriffen hat. Der Lagiakos hat auch seine Grenzen. Wenn er wütet, wird er müde und muss eine Küste ruhen. Das ist deine Chance. Ich will dich nicht unter Druck setzen, aber das Schicksal dieses Dorfes hängt von dir ab. Du solltest nicht versagen. Okay. Nein, überhaupt kein Druck. Okay. Oga, Oga, Idee für neue Maske. Sprüht in Chachas Kopf wie Funkellacker. Chacha macht bereit Alampa für große Schocker-Angriff auf Lagiakos. Chacha Maske im Dorf, die gibt Seele, Feuer und Kraft. Okay, Chacha jetzt angestrengt, muss Chaka duschen. Chacha lässt Maskenpläne bei Chakin von Dorfchef Junior gesehen. Vergiss Chaka Dusche, will Chak gucken. Ich verstehe das nicht. Dann also auf ein neues, junger Hüpfer. Der Lagiakos ist wieder aufgetaucht und dieses Mal ist er hinter uns allen. Ach, wem mache ich was vor? Er ist hinter dir her und er ist richtig wütend. Er hat wohl einiges Persönliches. Es hat wohl einiges persönlich genommen bei unserem letzten Treffen. Ha. Die gute Nachricht ist, dass ihr meiner Meinung nach noch etwas gleich stark seid. Du brauchst nur etwas Selbstvertrauen. Oh, eine Bewaffnung bis an die Zähne wäre auch nicht schlecht. Geh zum Questschalter, wenn du bereit bist. Ich drück dir die Daumen. Du hast es schon einmal mit der Bestie aufgenommen. Du schaffst es auch ein zweites Mal. Ja. Ich will natürlich auch wieder. Okay. Glückwunsch zu Ratianjagd. Also, ich habe Neuigkeiten für dich, Jäger. Mach dir jetzt nicht ins Hemd, oder? Aber dein alter Freund, der Lagiakos, wurde wieder gesichtet. Komischerweise ist er wütend. Komischerweise. Allen Augenzeugen berichten zufolge ist er auf dem Weg ins Dorf Mogga. Oh je. Das Gute daran ist, dein Wunsch wird erfüllt. Jetzt kannst du das Viech erledigen. Das wirst du doch, stimmt's? Ist das nur, weil, naja, sonst könnte er das Dorf zerstören. Will keinen unter Druck setzen. Du schaffst das, Chaka. Okay. Was? Fangen ein Ratian auch so. Ja. Kein Ding. Lieder mit den Lagiakos. Ja, gut. Muss ich aber sagen, das machen wir in der nächsten Folge von Let's Play Monster Hunter 3 Ultimate. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.